Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zu Kirby Planet Robobot, Part Nummer 36. Ja, im letzten Part haben wir das Spiel durchgespielt, haben gegen Sterntraum, ja, gegen Sterntraum gekämpft und es war auf jeden Fall ein sehr geiler Kampf. Und ja, mir ist noch was eingefallen, oder er gesagt hier, Join hat mich da eher darauf hingewiesen. Ich habe hier noch einen Sticker vergessen. Ich ging jetzt eigentlich davon aus, dass ich alle hatte und habe dann gar nicht mehr geguckt gehabt. Na, Kirby? Okay, du hast den Spezial-Power-Test-Raum freigeschaltet. Du findest ihn in Welt 6. Okay. Okay, ich muss dir auf jeden Fall jetzt erstmal vieles zeigen. Erstmal nur mal ganz kurz gucken wegen den Stickern. Weil ich glaube, mir fehlt noch dieser eine, den ich halt in einer Welt noch nicht geholt habe. Ja, genau. Es gibt 200 Stück und ich habe nur 199. Den werde ich dann gleich mal holen. Aber was ich euch vorher noch zeigen möchte, und zwar, weil man das ja halt von, ja, vom letzten Mal schon kannte, nimmt man wieder die Anfangsbuchstaben von den einzelnen Welten hier, und zwar das R. Dann haben wir hier das O. Dann haben wir hier das B. Dann haben wir hier wieder das O. Wieder das B. Nochmal ein O. Und die letzte Welt hieß ja was mit Traum, also mit T am Ende. Und das Ganze ergibt ganz simpel Robobot. Also ist natürlich auch sehr praktisch, wenn man dann halt sowas hat. Und ja, dann gehen wir mal in die eine Welt. Oder eher gesagt, wir sehen uns dann da gleich drin. An der Stelle. Und zwar da gemeint, nach einem Crash soll... Achso, wollte gerade sagen, was ist das jetzt? Der Testraum, Spezialraum. Okay, viel Spaß beim Powertest. Ja, aber nee, muss ich nicht unbedingt. Wobei doch, komm, wir gucken einfach mal rein. Wie gesagt, das ist halt der Name drunter, einfach so ein Special Power Test. Sonst haben die Level eigentlich nie wirklich Namen. Dann machen wir das halt danach mit dem, mit den Stickern. Ja, okay, die Welt sieht genauso aus wie die vom, ja, vom letzten Mal. Also hier von, wie heißt's? Von Triple Deluxe. Und da haben wir wieder unseren Test, die Waddle-Doo, waddelt hier so rum. Alles klar. Ja gut. Ich denke mal nicht, dass es hier noch irgendwas Spezielles gibt, außer dass man halt hier wirklich nur am, ja, dass wir hier die Sachen ausprobieren können. Hier zum Beispiel Smash. Yay! Alles klar, okay. Also das ist halt wirklich nur, dass man hier dann die ganzen Fähigkeiten dann nochmal testen kann, wie man gerade lustig ist. Wäre natürlich jetzt noch doppelt toll, wenn man hier irgendwie vielleicht noch den Robo-Panzer hätte. Aber dann könnte man mit dem Robo-Panzer hier wohl alle Fähigkeiten nutzen und das möchte man. Also es geht natürlich nicht, weil es gibt halt leider nicht jede Fähigkeit. Mein Bogen wieder. Okay, aber dann gehe ich jetzt nochmal in die, gehe ich jetzt nochmal in die Welt, in der mir der letzte Sticker fehlt. Lass mir dann auch noch was anderes machen hier. Also wie gesagt, einfach nur ein Testraum. Ich muss gerade nur mal kurz gucken, welches Level war das nochmal. Das muss eigentlich das nach dem... Ja, nach dem... Ja, doch, die 5 hier muss es sein, gell? Genau, da, wo der Robopanzer war. Okay, gut. Dann sehen wir uns gleich wieder an der Stelle und dann bin ich am Suchen, weil, ich habe halt selbst nicht geguckt, wo man das findet. Also, bis gleich. So, da sind wir wieder und ja, wie gesagt, hier bin ich gecrashed und jetzt soll ich mich natürlich erstmal genauer umgucken, hat er gemeint hier, also nach dem Crashen. Kann natürlich auch sein, dass er die nächste Ebene gemeint hat, aber ich gucke jetzt hier mal ganz genau. Weil ich war mir eigentlich sicher, dass ich hier gut geguckt habe, weil ich habe ja hier oben den, ja, Kessel gefunden. Aber vielleicht gibt es hier wieder irgendwo eine versteckte Tür, die ich übersehen habe, kann natürlich auch sein. Da oben vielleicht, wartet mal. Ah, okay, aber das muss man natürlich auch erstmal wissen. Okay, alles klar. Also meistens sind halt wirklich solche versteckten Türen. Und, achso, ich bin jetzt schon drin. Ich habe mich gerade gefragt, was ist jetzt los? Okay, ich muss natürlich hier mal ein bisschen bewegen, alles klar. Andere Richtung. da ist Schlaf, da sollte man natürlich nicht hin. Und was ist ganz links? Okay, ja gut, das war jetzt natürlich extrem auffällig. So, kann ich das Ding wieder hinstellen. Na. Das hat der Neigung. Weil das bewegt sich natürlich wieder ganz nach links. Okay, dann haben wir den ja auch. Alles klar. Und schon wieder zurück. Okay. Dum, 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 dum. So, Achtung. Ah, und dann, hier könnte man, hätte man wieder Smash, wenn man Bock hätte. Okay, alles klar. Gut. Na. Okay. Dann sehen wir uns gleich am Finale vom Level. Wobei ich kann nur ganz kurz gucken, wo führt das hin. Ich denke mal einfach wieder nur zurück oder weiter. Vom selben Level hier.
Ja, okay, alles klar. Okay, gut, wie gesagt, dann sehen wir uns gleich wieder beim Finale vom Level, also bis gleich. So, und da sind wir wieder. Ja, man merkt schon, in letzter Zeit wird ziemlich häufig gecuttet zwischendrin, aber was wir machen, wenn man halt, ja, wenn man halt es sparen möchte, immer wieder durch die Level zu gehen und dass die Folge dann dadurch zu lang wird. Ich muss auf jeden Fall jetzt gucken, was ich jetzt noch danach machen werde, weil ich glaube, das, was ich jetzt bisher habe, ist noch nicht, reicht noch nicht komplett. Aber ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ob wir jetzt noch irgendwas extra kriegen, wenn wir alle Sticker haben. Na? Ah, da mal Susi. Du hast Sticker gesammelt. Du hast von jedem Sticker mindestens ein Exemplar. Sehr schön. Ja, alles klar. Ist auf jeden Fall sehr schön. Mir ist halt nur beim letzten Mal, als ich Haltmann bekommen habe, ging ich halt davon aus, dass ich hätte alle. Aber ja, das war dann halt wohl nicht so. Okay, dann gehen wir jetzt nochmal in die Weltkarte. Also nochmal eher gesagt zurück. Raus in den Modusauswahl. Yep. Jetzt bin ich am Überlegen, was ich anfange. Ich glaube, ich fange einfach mal mit Team Clash an. Oder Kirby's Teamjagd heißt es hier, okay. Die Musik. Ja, das ist die... Eigentlich, gut, man kennt sie ja, aber bei Kirby Clash Deluxe oder Team Kirby Clash Deluxe war das Ganze halt ein bisschen schneller von der Musik her. Also einfach nur aus dem Grund, weil ich das jetzt kenne, dass man vielleicht jetzt noch 10 Minuten das hier machen. Und es fängt direkt so an, ohne Story irgendwas. Stellerner Krieger Schwertkoloss. Kämpfe an der Seite deines Teams. Besiege zusammen den stellernen Krieger im Walde. Okay. Einfach so. Und hier kann ich mir sogar aussuchen, was ich mache. Okay. Ja, und wie man hier sieht, die können bis Level 10 hochgehen. Das heißt, ich muss hier, glaube ich, schon ein bisschen leveln auch gleichzeitig. Muss natürlich gucken, wie ich es dann halt mache. Ob ich dann vielleicht von Anfang an auf Level 10 gehe oder ob ich dann halt... Ja, weil ich würde euch schon gerne jeden Kampf zeigen. Das ist so das Minimum. Ja komm, nehmen wir einfach mal den Schwertkämpfer, Meister der Klinge, Mächtige Krieger, Meister der Magie und der Weiße Heiler. So, ich habe jetzt nur zwei bisher. Okay, Start, Aufbrechen drücken. Du kannst auch die Rollen der einzelnen Spieler ändern. Bist du bereit? Ja. Nehmen wir einfach mal einen Magier mit als Helfer. Dreh der Spezialtechnik, halte B gedrückt und Rundumschlag, ja. Das dürfte eigentlich genau so sein. Sogar mit schönem Intro von dem Boss, dass er halt einfach mal sein Schwert rauszieht. So, ich muss jetzt echt nochmal gucken, wie das Ganze läuft. Also, wie gesagt, weil ich habe schon ewig nicht mehr gespielt. Na komm, gib mir Heilung, dankeschön. Aber ich denke mal, dass das Ganze, dass das Ganze doch eigentlich relativ simpel laufen müsste. Ich glaube, ich hätte mir auch einen Magier nehmen sollen, weil den Magier bin ich besser gewohnt hier. Komm, lenk ihn mal ab hier. Okay, das war die erste Phase. Und da weiß ich auch, dass man hier natürlich auch keinen Schaden machen kann in der Zeit. Na. Vor allem frage ich mich, ob es hier auch wieder so eine Spezialfähigkeit gibt. Also wenn man ihn irgendwie, genau das meinte ich, dass man halt hier diese Meteorfragmente sammelt. Wenn mein Helfer jetzt mal schnell dran geht, dann sieht man das Ganze auch. Yay, eine Steintafel gesammelt. Genau, das ist genauso wie bei Team Kirby Clash Deluxe. Ich kann es immer noch nicht. Ja, ich bin auch immer mal gespannt, wie schwierig das hier werden wird. Weil ich gehe schon davon aus, dass das Ganze ein bisschen spezieller sein wird, dass man halt hier vielleicht gegen einen anderen finalen Boss kämpft oder sowas. Könnte natürlich auch sein. Und da ist die Besonderheit vom Magier, dass er halt Gegner in Zeitstopp versetzen kann. Und der Zeitstopp ist so lange, dass man wirklich... Ja, dass es halt einfach die stärkste Fähigkeit im gesamten Spiel ist. Also von Team Kirby Clash Deluxe auf jeden Fall. So, und da könnte man, glaube ich, auch noch Platin kriegen und alles. Okay. Wenn man dann halt noch einen flotten Abschluss hat. Neuer Rekord. Ja, ich habe sie auch jetzt das erste Mal gespielt. Wie verhält sich das mit den Erfahrungspunkten? Achso, stimmt ja. Die Punkte sind gleichzeitig Erfahrungspunkte. So rum war das, ja. Genau. Level 2 erreicht. Und dadurch wird man dann noch ein bisschen stärker. Ja, genau. Yay! Angriff um 14. Aber nur die zwei Fähigkeiten, weil die Heilung und Koop-Meteor, das hat was mit den. Eigentlich mit den Ausrüstungen zu tun, aber hat man hier andere Ausrüstung, ist die Frage. Mission 2 ist jetzt freigeschaltet, so rum. Ich sollte auch mal erstmal lesen und dann reden. Okay, das ist sogar der Schwierigkeitsgrad, wird angezeigt. Okay, Dr. Eisbert. Zähme die eisige Bestie, die im Mondlicht die Ufer des Sees unsicher macht. Ja, okay, einen kaufen wir auf jeden Fall noch. Alles klar, aber ich denke mal wirklich,
dass die Ausrüstung ist hier wohl festgelegt. Okay, also wie gesagt, ich werde dann halt jetzt mit Doppelmagier kämpfen. Einfach nur, damit man halt den Vorteil nutzen kann von der Verwandlung. Und ich bin ihn halt einfach gewohnt, den Spieler. Deswegen. Einfach mal auf die Schnauze. Ja, du mit deinem Hinternteil, gell? Okay, hat er... Ich bin gerade überlegen, ob er auch beim... ob er auch bei Team Kirby Clash Deluxe mit Eis geworfen hat. Bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Na, man merkt aber schon, dass hier die, dass hier die, also das Aufladen ein bisschen abgeschwächt wurde, oder hat man halt, na doch, man hat schon eine Dreifache, ich war nur, ja, das hat nur die Gewohnheit, dass es halt schneller geht beim, wenn man eine bessere Ausrüstung hat, na wisst. So, und dann kommt er uns noch entgegen, oh nee, das macht erst der Größere davon. So, und verwandelt, und jetzt kann man halt so noch Schaden machen. Und das sollte man am besten dann einsammeln, wenn halt die Zeitstopp rum ist. Weil die Punkte haben auch viel was mit der Zeit zu tun. Und ja, und das macht dann halt dann den Platin und Co. aus. Okay, perfekt. Und mein Helfer macht das Ganze natürlich auch. Sehr schön. Und schon ist der Schaden auf jeden Fall gleichzeitig mit höher. So, und dann kommt dann noch hinzu, wenn man halt jetzt gerade sieht, dass halt ja der Gegner dann auch noch gelähmt ist dadurch. Also die meiste Zeit kann der Gegner nichts machen, wenn man halt einen Magier spielt. Und ihr könnt euch denken, wie schnell es dann abgeht, wenn man halt drei oder vier Helfer hat, die dann alle Magier sind. Da ist dann schneller ein Zeitstopp, als man gucken kann. Auch wenn der Zeitstopp danach immer ein bisschen langsamer wird, sich auflädt. Aber ihr habt ja halt gesehen, wie es halt überhaupt nicht schwierig war, jetzt gegen ihn zu kämpfen. So. Yay! Kann natürlich auch sein, dass wir irgendwie Level erreichen nach jedem Sieg, dass wir dann, ja, dass wir dann bis zum Schluss so oder so Level 10 sind. Ich mache dann auf jeden Fall so weit weiter, wie es halt geht. Korb-Meditor wurde auch stärker, sehr schön. Freundlichkeit ist im Eingestiegen, toll, oder? Ja, ja. Das macht jetzt nichts aus, das war jetzt einfach nur so just for fun. Mission 3 und 4 sind jetzt verfügbar. Mit Wispywood, Urzeitbaum. Dein Ruhm wächst und ein Freund hat sich dir angeschlossen. Ja, und jetzt könnte man jetzt sozusagen, damit jetzt wieder in die Anfangsdinger zurück, könnte man auch Platin schaffen. Ich glaube, ich mache dann einfach nochmal die erste Mission. Einfach nur, damit ich euch das Ganze nochmal extra zeige mit Dreifach. Wartet mal, ich muss kurz gucken, dass ich hier den auch als Magier hinsetze. Alles klar. Und dass ich halt jetzt noch auf Platin mache und dass dann die Folge dann vorbei wird. Aber dass man zumindest mal einen guten Anfang hat. Dass er mal gesehen hat, wie das Ganze hier aussieht, wenn man es halt nicht schon kennt. Ich meine, Team Kirby Clash Deluxe haben ja wohl die meisten gespielt. Ist ja nur eins meiner erfolgreichsten Let's Plays auf meinem Kanal. Achtung. Und hier bin ich irgendwie wohler, was das Kämpfen angeht. Also im Vergleich zum eigentlichen Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Na. Wenn meine Helfer auch noch aufladen, dann geht es natürlich noch schneller. So, alles klar. Wie gesagt, das Schöne ist halt daran, solange er halt dann eingefroren ist, steht halt die Zeit still. Und in der Zeit fliegen dann halt diese Kristalle raus. Und ja. So, und schon kann man ihn dann halt dann doppelt angreifen. Und dadurch, dass halt die Zeit gestoppt war, passen auch die Punkte besser. Und dadurch, dass wir jetzt noch einen zweiten Helfer haben, ist der Meteor dann auch nochmal stärker. Also das macht sich schon bemerkbar. Vor allem, weil wir ein Level-Up hatten, wo es dann auch nochmal versteckt wurde. Seht ihr, und schon ist er besiegt. Ja, aber so einfach bleibt es nicht. Also ich denke mal, später wird es ein bisschen schwieriger. Ich weiß auch nicht, ob ich alles auf Platin machen werde. Aber nur, damit man halt so die Taktik mal gesehen hat, wie das Ganze eigentlich funktioniert. So, da haben wir noch einen schnellen Abschlussbonus bekommen. Und das hat uns für Platin geholfen. Sehr schön. Yay, ein Rekord! Ja, gefällt mir immer noch. Also ich bin ehrlich, Team Kirby Clash Deluxe war eins der besten, oder ist für mich immer noch eins der besten Kirby Minispiele oder Side-Story-Spiele, sage ich mal. Und auch noch gleich ein Level-Up, dann sind wir gleich nochmal stärker. Und wie gesagt, die Level, die machen hier auch nicht viel aus. Also das ist alles eigentlich nur, also egal was man Charakter man nimmt, die leveln alle gleich hoch. Dass man am Ende dann sich dann nicht, dass man nicht alle einzeln spielen muss, sondern dass sich halt alle leveln. Okay,
Aber gut, dann ja. Dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich schon wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne abonnieren, falls ihr mehr von Kirby Triple Deluxe, nicht Triple Deluxe, sondern Planet Robobot sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.